Schönen guten Abend. Ganz herzliches Willkommen zur zweiten Episode unserer Reihe Weltengeschichte. Alle, die hier sind und alle, die live jetzt zugeschaltet sind im Internet, auf den verschiedenen Internetseiten. Wir hatten gestern schon eine ganze Reihe von Leuten, die dabei gewesen sind, und wir freuen uns, dass auch ihr diesmal eingeschaltet habt zur zweiten Episode der Biss der Schlange. Wie gestern angekündigt, wollen wir jeden Abend beginnen mit einigen Fragen, die gestellt worden sind, und wir haben drei Fragen gestern Abend bekommen und ich möchte die ganz kurz einmal hier ansprechen. Die erste Frage ist eine sehr interessante Frage, nämlich: Warum hat Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen? Ausgerechnet in 7. Er hätte das doch in einer anderen Anzahl an Tagen bewältigen können. Nun, das stimmt, Gott kann alles. Er hätte das in 6, in 5, auch in 80 oder auch an einem Tag machen können. Ich glaube, eine definitive letzte Antwort, warum es jetzt genau 7 sind, ist vielleicht gar nicht so einfach zu geben. Ich denke, auf jeden Fall ist es entscheidend, dass es nicht nur ein Tag war. Gott hätte mit Sicherheit alles an einem Tag, ja, alles in einer Stunde quasi kollektiv erschaffen können. Und wir wären wahrscheinlich auch ziemlich beeindruckt von diesem Können. Aber ich glaube, wie ich das auch gestern Abend schon angedeutet habe, dass Gott in der Sukzession, also in dem Aufeinanderfolgen von verschiedenen Schöpfungsakten, zeigen wollte, dass bei ihm Wachstum möglich ist, dass bei ihm nicht alles auf einmal zu geschehen hat, sondern dass er ein Gott der Schritte ist. Jeder einzelne Schritt in sich gut und vollkommen, aber trotzdem Schritt für Schritt. Weil er nämlich nicht mit unendlichen Gedanken, ich muss das umformulieren, ich kann meine Gedanken gerade noch nicht so richtig ordnen. Er hat es mit Wesen zu tun, die eben nur endlich denken können, die nicht so wie er unendlich denken können, die alles Schritt für Schritt nachvollziehen müssen. Und wenn man schneller ist als jemand anders, dann muss man auf ihn warten. Wenn man besser denken kann und unendlich denken kann und das jetzt jemandem mitteilen möchte, der nur beschränkt ist, selbst wenn er einer von den Malakim ist, nicht von den großen Engeln, dann muss man das scheibchenweise erklären. Ja, und ich glaube, wir sehen in der Schöpfung, dass Gott die Lektionen scheibchenweise dem Universum deutlich gemacht hat. Und ich glaube, dass er immer so handelt. Es scheint wohl so auch zu sein, dass ein 7-Tage-Rhythmus der menschlichen Konstitution, der menschlichen Biologie sehr zugutekommt. Jetzt kann man natürlich fragen, was war zuerst da? Der 7-Tage-Zyklus, und Gott hat den Menschen so geschaffen, dass es für den 7-Tage-Zyklus klappt, oder umgekehrt. Aber Fakt ist, dass hier alles aufeinander gut passt. Und ich denke, in diesem Sinne kann man deutlich sehen, dass Gott sich etwas dabei gedacht hat. Die zweite Frage, die gestellt worden ist, die hat zu tun mit der Aussage, dass Gott am ersten Tag das Dunkle und das Helle geschieden hat. Und das ist die Frage: Wenn Gott das schon am ersten Tag getan hat, Licht und Finsternis geschieden hat, warum musste er das am vierten Tag bei der Erschaffung von Sonne, Mond und Sterne wieder tun? Denn da heißt es, dass er Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat, damit sie das Licht von der Finsternis scheiden. Und die Frage ist ja, das hat er doch schon am ersten Tag gemacht. Das ist eine gute Frage. Und sie führt uns zu der Erkenntnis, dass wenn Gott etwas schafft, das im Nachhinein kein Selbstläufer ist. Früher gab es oft diese Idee, dass dieser Gott vielleicht wie eine Art Uhrmacher ist, der etwas ganz Delikates, Brillantes schafft, einmal aufzieht und dann läuft das so vor sich hin. Aber wir haben gestern gelernt, dass Gott nicht nur einmal geschaffen hat, sondern auch immer erhält. Die Dinge sind keine Selbstläufer. Wir haben gestern Abend gesehen, dass Adam und seine Frau vom Baum des Lebens essen mussten. Sie lebten nicht einfach aus sich selbst. Alle Dinge, die Gott schuf, müssen konstant erhalten werden. Und, wie wir gesehen haben, ein Teil dieser Aufgaben delegiert er auch an andere geschaffene Wesen. In dem Fall an Sonne, Mond und Sterne. Also Gott ist nicht nur Schöpfer, sondern auch Erhalter. Und das steckt letztlich in dieser Idee: Wenn Gott plötzlich aufhören würde zu existieren, dann würde alles Leben in sich zusammenfallen. Dann würden auch Licht und Finsternis nicht mehr voneinander geschieden sein. Und das ist also der Grund. Letzte Frage,
Warum heißt es einmal in 1. Mose 1, Gott sprach, die Erde bringe lebende Tiere hervor? Und dann im nächsten Kapitel heißt es, dass Gott, der Herr, aus dem Erdboden die Tiere des Feldes bildete. Also sieht so aus, als ob im ersten Kapitel der Bibel Gott sagt, Gott spricht, sozusagen, es werde Tier und es wurde Tier. Und im zweiten Kapitel scheint er irgendwie zu arbeiten. Den ersten Blick scheint das ein Widerspruch zu sein, aber wenn man sich das erste Kapitel anschaut, ich weiß nicht, ob wir den Vers gestern direkt auch zitiert hatten, dann heißt es hier nämlich tatsächlich in Vers 24, Kapitel 1, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor. Dann heißt es im nächsten Vers, und Gott machte die Tiere der Erde. Also der Schreiber hat in Vers 25 natürlich nicht vergessen, was er in Vers 24 gesagt hat. Das heißt, für ihn war die Idee, dass Gott spricht und dann auch das tut, was er sagt, kein Widerspruch. Also nicht alles, was Gott geschaffen hat, ist durch bloßes Wort entstanden. Ja, einiges, haben wir gestern gesehen, ist durch den bloßen Zuruf entstanden. Bei anderen Dingen hat er tatsächlich auch Materie genommen und hat sie dann geformt, um damit auch deutlich zu machen, welche Kreativität er selbst hat. Also das waren sehr interessante Fragen. Wenn auch Sie Fragen haben zum gestrigen Vortrag oder heutigen Vortrag, dann scheuen Sie sich nicht, die Fragen aufzuschreiben. Sie können auch das schreiben auf fragen@weltengeschichte.de und dann werden wir uns alle Mühe geben, am Montag diese Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, wer von uns war gestern Abend schon hier? Entweder hier persönlich oder per Livestream dabei. Ah, das noch mehr. Wunderbar. Trotzdem gibt es vielleicht einige, die nicht dabei waren oder die jetzt auch live zuschauen, die gestern Abend verpasst haben. Und wie bei jedem guten Mehrteiler darf natürlich eine kurze Zusammenfassung, darf sie nicht fehlen, was bisher geschah. Und vielleicht in wenigen Folien zusammengefasst, wir haben angefangen mit dieser fundamentalen Idee, dass es dort seit Ewigkeit einen Gott gibt und dass er Liebe ist. Wir haben gesehen, was das alles bedeutet, welche Charaktereigenschaften damit verbunden sind. Wir haben gesehen, dass er immer die Liebe ist und dass das als ein Gesetz beschrieben wird. Wir haben gesehen, dass dieser Gott, der in drei Personen schon immer Gemeinschaft gewesen ist, in einer kreativen Schöpfung ganze Welten geschaffen hat und damit sein Wesen gezeigt hat. Nicht nur hat er Welten geschaffen, sondern auch eine ganz besondere Rasse, nämlich die Malakim, die Boden, die Engel, die die obersten Diener des Universums waren und sind. Einer von ihnen, weiß jemand noch seinen Namen? Helel, der Leuchtende, der Scheinende, der ganz am Thron Gottes stand, entschied sich, einem Gedanken nachzugehen, der völlig unberechtigt war, nämlich die Idee, ob Gott eigentlich immer gut ist oder ob man Gottes Regierung nicht wirklich auch vielleicht verbessern könnte. Es gab keinen Grund dafür. Trotzdem hat er diesen Gedanken weiterentwickelt, hat bei diesem Gedanken entdeckt, dass wenn Gott nicht für ihn sorgt, er wohl besser für sich selbst sorgt. Sein Ich hat sich überhoben, er wurde arrogant, eitel und hat schließlich danach gestrebt, Gott gleich zu werden. Eine Auseinandersetzung brach aus im Himmel. Und wir haben dann gesehen, dass nachdem ein Drittel dieser Boten, ein Drittel dieser Engel das Universum verlassen musste, also die Gegenwart Gottes verlassen musste, dass Gott eine neue Welt schuf, um an ihr zu demonstrieren, dass er tatsächlich gut ist und das immer. Wir haben die einzelnen Tage uns angeschaut, die ersten 7 Tage, haben gesehen, wie systematisch Gott vorgegangen ist, wie an jedem Tag etwas Neues zu lernen war über seinen Charakter und sein Wesen und wie er schlussendlich aus dem Staub der Erde, aus dem Nichts sozusagen, aus dem, was völlig wertlos erscheint, die Krönung der ganzen Schöpfung erschaffen hat, den Menschen, der ihn repräsentieren sollte, in seinem Bild zeigen sollte, wie Gottes Regierung ist, so wie der Mensch über die Tiere regiert und über die ganze Welt. So sollten die ganzen Welten verstehen, dass Gott über das Universum herrscht. Wir hatten gesehen, dass diese Menschen abhängig waren von Gott, der ihnen das Leben gegeben hatte und ständig ihnen das Leben erhielt. Sie mussten von so einem Baum des Lebens
essen. Und weil Gott die Liebe ist und echte Liebe schätzt, also keine, die in Ketten gelegt ist oder die vorprogrammiert ist, musste er ihnen Freiheit geben. Echte Freiheit, keine verbale Freiheit, keine, die nur so dahergeredet, sondern echte Freiheit. Und echte Freiheit birgt immer Risiko. Und weil Gott Freiheit und Liebe so schätzt, hat er dieses Risiko in Kauf genommen. Er hat es so klein wie möglich gemacht. So minimal wie möglich. Aber er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, sich gegen ihn zu entscheiden. Indem er einen anderen Baum, den Baum der Erkenntnis, dort in den Garten Eden platzierte. Und dann hat er die gesamte Schöpfung betrachtet und hat geruht. Hat aufgehört zu arbeiten und hat Zeit mit seiner Schöpfung verbracht. Zeit mit den Menschen, die er gemacht hat. Und darin sieht man etwas von dem Wesen, von dem Charakter dieses Gottes, der nicht einfach nur eine Maschine, ein Automatismus ist, sondern der wirklich Beziehung und Qualität, Zeit, echtes Miteinander schätzt. An dieser Stelle haben wir aufgehört. Und bevor wir in die nächste Episode hineingehen, lass uns gemeinsam beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, heilig ist dein Name. Diese Musik bringt uns gedanklich zurück in jene Zeit, von der wir gestern gesprochen haben. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie das weitergegangen ist in dieser Welt, wie die nächsten Jahre und Jahrhunderte verlaufen sind, dann möchtest du durch deinen Heiligen Geist uns etwas beibringen, dass wir etwas lernen über uns selbst und vor allem über dich. Im Namen Jesu. Amen. Episode 2. Der Biss der Schlange. So wie wir es gerade gehört haben, erklang Musik, Friede und Harmonie, unvorstellbare Freude, die dort im Garten Eden überall gegenwärtig war. Das meiste, was wir wissen aus jener Zeit, und es ist nicht allzu viel, beschränkt sich auf jenen großen, gewaltigen Garten, der in einem besonderen Maße den Himmel repräsentieren sollte, den Garten Eden. Die Menschen waren ja unter anderem deswegen geschaffen worden, weil sie nach einer gewissen Zeit, in der sie einen Charakter entwickeln sollten, der Gottes Liebe entspricht, eigentlich dafür bestimmt waren, tatsächlich in den Himmel aufgenommen zu werden, um jene Posten zu besetzen, die durch den Wegfall der rebellischen Engel frei geworden waren. So war es ganz bewusst ein Himmel auf Erden. Aber um den Garten Eden, da breitete sich eine gewaltige, schöne Erde aus. Das heißt, dass von dem Strom aus Eden, diesem gewaltigen Wasserstrom, vier Hauptströme in alle Himmelsrichtungen gingen, die die Erde bewässerten. Der erste von ihnen hieß Pishon, der Verbreitende, der Zunehmende. Und er umfloss das sagenumwobene Land Havila, wo es vieles Gold gab, gutes Gold. Der zweite Strom, das war der Gichon. Er heißt übersetzt hervorbrechend und er umfloss das ebenfalls sagenumwobene Land Kusch. Der dritte Fluss hieß Chedekel, ein schneller, reißender Fluss östlich von Aschur. Und seine deutsche Übersetzung ist besser bekannt als Tigris. Der vierte war der Prat, der übersetzt heißt stürzend oder Fruchtbarkeit. Und auch ihn kennt man wahrscheinlich besser unter der deutschen Bezeichnung Euphrat. Diese vier brachten das Wasser von Eden in die ganze Welt. Auch ein Symbol dafür, wie die ganze Welt abhängig war von Gott und von seiner Liebe. Der Garten Eden war buchstäblich
ein Paradies. Und Adam und seine Frau hatten viel Freude dort. Es war nie langweilig, es gab viel zu tun. Und sie wurden auch unterrichtet über die Weltengeschichte. Schon damals gab es die ersten Lektionen über das, was bisher passiert war. Denn die Geschichte war ja schon eine Ewigkeit alt. Seit Ewigkeiten gab es Gott. Und ihnen wurde erzählt von Malakim, die extra ausgesandt worden sind von den Boden, dass es dort eine Rebellion gegeben hatte. Und dass jener Helel, der zu Satan geworden war, es sich zur Aufgabe machen würde, die verschiedenen Welten mit seiner Idee von Gesellschaft, in der jeder zuerst mal an sich denkt, zu infizieren und dass das letztlich in den Ruin führen würde. Sie wurden gewarnt, auf jeden Fall Gottes Anweisung zu befolgen, weil er immer nur ihr Bestes im Sinn hatte. Die Gefahr war ja nicht zu unterschätzen. Ihnen wurde mitgeteilt, dass ein Drittel aller Boden des Himmels auf die Theorien jenes Helel, jenes Satan reingefallen war. Der hatte auch bemerkt, dass eine Welt geschaffen worden war. Der hatte auch bemerkt, dass in dieser Schöpfung all die Prinzipien Gottes zum Tragen gekommen waren. Und er hatte auch bemerkt, dass insbesondere mit der Erschaffung des Menschen gewaltige Argumente gegen seine Theorie jetzt greifbar waren. Er hat überlegt, was er tun sollte. Wäre es vielleicht nicht geschickt, genau diese Menschen, die als Beweisstück sozusagen in jener kosmischen Auseinandersetzung geschaffen worden sind, jene Menschen auf seine Seite zu ziehen? Er wusste nur zu genau, dass so ganz aus freien Stücken, die wahrscheinlich das gar nicht machen würden, denn die hatten gar keinen Grund, es ging ihnen blendend. Er würde schon, so wie im Himmel, ein bisschen nachhelfen müssen. Und dann hat er gezittert. Er hat sich gefragt, ob es gut wäre, das zu tun. Er sah, wie glücklich sie waren und das erinnerte ihn daran, wie glücklich er gewesen ist. Und er wusste, wie schlecht es ihm jetzt ging. War es das wert, auch sie in dieses Unheil zu stürzen? Aber wenn diese Menschen weiter ungestört, fröhlich, glücklich, Gott preisend leben würden, das wäre ein gutes Argument für Gott und seine Sache. Er musste es tun. Und so entschied er sich, ratshaltend mit all seinen Gefährten einen Angriff zu starten auf das Glück der Menschen. Er konnte ja nicht einfach dort hineinspazieren und sagen, ich bin Helel. Das wäre zu auffällig gewesen. Überlegte sich, was er tun könnte. Aus dem Himmel wusste er, dass es am effektivsten ist, wenn man den Eindruck erweckt, dass man auf Gottes Seite ist. Und im Garten Eden gab es viel, was auf Gottes Seite war. Da er selbst sehr klug war und sehr intelligent, hatte er eine besondere Affinität zu den Lebewesen, die auch ziemlich klug waren. Und unter all den Tieren sah er ein Tier, das besonders schön war, besonders prächtig und offensichtlich ziemlich klug. Das schien ganz gut zu ihm zu passen. Und er entschied sich, die Schlange als ein Medium zu benutzen. Durch die Schlange gelang er in den Garten. Er wusste, dass er sich nicht überall aufhalten dürfte. Er wusste, dass wenn überhaupt er nur die Chance hätte, am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, den Ort, der verboten war für die Menschen, das wäre sein Ort. Nur dort konnte er hin. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde und sie benutzt er. Eines Tages war Adam mit seiner Frau beschäftigt, an ihrem Haus zu bauen. Ihr Haus bestand nicht aus Lehm und Ziegeln, sondern aus großen Weinreben, die gebogen wurden.
Und es war eine ihrer Aufgaben, diese Weinreben beim Wachsen so zu biegen, dass sie riesige Gebäude formten, in denen man gut schlafen konnte. Eine ganz schöne Sache, ja, so umgeben von Weintrauben zu schlafen. Und während sie so beschäftigt waren und ihrer Arbeit nachging, ging Adams Frau einfach gedankenlos daher und war versunken in ihrer Arbeit, bis sie plötzlich merkte, wo ist denn mein Mann? Ich weiß nicht, wer von uns das schon mal erlebt hat, dass er einfach so dahergelaufen ist und plötzlich so den Weg verloren hat. In der Nähe sah sie den verbotenen Baum. Sie hatte kein besonderes Interesse an ihm. Gott hat ja gesagt, dass sie davon nicht essen sollen. Aber sie hörte, so ganz leise, eine Stimme. Eine kleine, sanfte Stimme, die ihre Schönheit pries. Sie war neugierig. Wer spricht denn da? Sind die Boten Gottes jetzt auf Liebesgedichte umgestiegen? Sie hat sich dem Baum genähert und sah zu ihrem Erstaunen eine Schlange. Sie hatte schon viele Schlangen gesehen, wie sie so durch die Luft flogen, aber noch keine, die geredet hat. Sie wusste, dass die Schlange ziemlich klug ist, aber das hatte sie noch nicht gehört. Und so kam sie näher. Und als sie näher kam, fragte sie sich beim ständigen Betrachten dieses Baumes, was hat es eigentlich auf mit dem? Was ist eigentlich seine, warum steht er da? Sie fragte sich das und wunderte sich, als sie folgende Worte hörte. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von jedem Baum im Garten? Das waren ziemlich genau die Worte, die Gott auch gesagt hatte. Nur bei Gott war damals die Stimme nach unten gegangen. Ihr dürft nicht essen von jedem Baum. Ihr dürft von allen Bäumen essen, bis auf diesen. Aber jetzt ging die Stimme nach oben. Ihr dürft nicht essen von jedem Baum? Hat Gott das wirklich gesagt? Als ich den Baum näher betrachtete, sah sie, dass die Frucht eigentlich ganz schön aussah. Nichts Hässliches an ihr. Sie war auch nicht gewaltig groß, dass man Angst haben müsste, wenn man sie jetzt isst, dann vielleicht daran zu ersticken. Eigentlich war sie genauso wie all die anderen Früchte, die sie kannte. Merkwürdig. Was ist an dieser Frucht anders? Sie hat die Frage beantwortet, hat erklärt, Gott hat gesagt, wir dürfen sie nicht essen. Er hat uns auch geraten, sie gar nicht erst anzufassen, damit wir gar nicht erst in die Versuchung kommen. Weil wenn wir sie essen würden, hat er gesagt, würden wir sterben. Sie war erstaunt zu hören, dass die Schlange es scheinbar besser wusste. Keineswegs werdet ihr sterben. Noch niemals zuvor hatte sie den Gedanken in Erwägung gezogen, dass was Gott sagt, vielleicht gar nicht stimmen könnte. Sie hatte Gottes Worte noch nie hinterfragt. Bisher war ja alles gut gewesen. Aber irgendwie konnte sie sich des Gedankens nicht erwehren, dass es ohnehin schwer vorstellbar war, was wäre ein Tod? Was würde Sterben bedeuten? Diese Schlange erzählte noch mehr. Sie sagte, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und werdet erkennen, was gut und böse ist. Einige von den guten Engeln, die das im Himmel beobachten, die haben Panik bekommen. Die Worte kennen wir. Die Worte kennen wir nur zu gut. Die Frau von Adam erlebte keine Panik. Gott weiß etwas. Ich weiß es noch nicht. Wenn Gott das weiß, warum hat er es mir nicht gesagt? Könnte es sein, dass Gott mir was vorenthalten hat? Ich meine, er war ja gut zu mir gewesen. Das stimmt. Immer gut gewesen. Aber könnte es vielleicht noch... Gäbe es vielleicht noch eine bessere Daseinsform? Könnte man vielleicht noch mehr Glück haben? Weil eine Sache ist sicher, Gott steht ja über uns. Vielleicht haben wir noch nicht das maximale Potenzial ausgeschöpft. Sie betrachtete sich die Frucht noch genauer.
Und jetzt sah sie nicht nur harmlos aus, sie sah eigentlich ziemlich gut aus. Schön. Die Sonne strahlte drauf. Und die Schlange zeigte einen angebissenen Apfel. Ich habe davon gegessen. Und siehst du, bin ich tot? Ich lebe immer noch. Und dann nahm die Schlange einen Apfel und platzierte ihn in ihre Hand. Fast widerwillig nahm sie ihn entgegen, diese Frucht. Und dann stellte sich die Frage, jetzt wo ich ihn angefasst habe, es passiert ja gar nichts. Vielleicht hat die Schlange ja wirklich recht. Also wenn ich das jetzt mal ganz objektiv beurteile, sie hat gegessen, sie lebt immer noch, sie kann sogar reden. Sie ist offensichtlich klüger geworden. Außerdem hat Gott uns noch nie gestraft. Wir haben noch nie gesehen, dass er irgendwann irgendwie was mit uns gemacht hätte, was negativ wäre. Vielleicht war das ja einfach nur ein gut gemeinter Rat von ihm. Sie glaubte der Schlange. Sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Dass eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise machte. Plötzlich hatte sie das Gefühl, wenn sie nicht von dieser Frucht isst, dann fehlt ihr was. Dann hat sie nicht das volle Glück. Sie nahm und sie aß. Und es fühlte sich gut an. Tolles Gefühl. Es ist begeisternd, gegessen zu haben von der verbotenen Frucht. Und sie war so Feuer und Flamme dafür, dass sie gleich noch ein paar von diesen Äpfeln nahm und zurückrannte. Den Weg hat sie plötzlich ganz schnell gefunden. Sie bog um die Ecke und Adam war immer noch damit beschäftigt, die Weintrauben zu biegen. Und plötzlich hörte diesen Ruf: Adam, Adam, schau mal, ich habe von ihr gegessen und es geht mir blendend. Ich fühle mich besser als je zuvor. Probier auch mal hier, ich habe mehrere mitgebracht. Für Adam hat es nur wenige Sekunden gedauert und er hat alles durchschaut. Er wusste, dass Schlangen normalerweise nicht sprechen. Er erinnerte sich sofort an das, was er gehört hatte, über jenen Helel, über jenen Satan, der sich versteckt, um zuzubeißen. Und er wusste, dass seine Frau sich mit diesem Schritt gegen Gott gewandt hat, ohne jeden Grund, und die Seite der Rebellen gewählt hat. Er wusste, das ist das Aus für ihre Beziehung. Es sei denn, er verbindet sich mit ihr. Und plötzlich entstand so ein Kampf in seinem Herzen. Mein Schöpfer, Gott, oder meine Frau? Was hätten Sie gewählt? Mein Schöpfer oder meine Frau? Intellektuell wusste er ganz genau, dass sein Schöpfer wichtiger für ihn war, weil der erhielt ihn am Leben. Aber er liebte seine Frau. Und je länger er darüber nachdachte, desto mehr überzeugt er sich, na, vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Schließlich, sie lebt ja immer noch. Und wieder besseres Wissen. In vollem Bewusstsein über alle Konsequenzen, die es haben könnte, nahm er von der Frucht. Nicht mit Begeisterung. Das war so ein fataler Gesichtsausdruck auf ihm. Seine Frau hat das wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden. Aber es schien so zu sein, als ob er lieber mit ihr sterben würde, als ohne sie zu sein. Er nahm die Frucht, er aß schnell, um es schnell hinter sich zu bringen. Vielleicht hat er die Frucht sogar weggeworfen. Und dann war es geschehen. Der Mensch
hatte wieder besseres Wissen, ohne jeden Grund gegen Gott rebelliert. Und diese Idee, dass Gott es nicht immer gut meint und nicht immer das Beste für mich will und nicht immer die Liebe ist, diese Idee gekauft, sich dieser Idee angeschlossen, auf die Seite des Verführers sich gestellt. Durch ihn, durch Adam, kam die Sünde, die Gesetzlosigkeit, die Rebellion gegen Gott in die Welt und wurde Teil der Weltgeschichte. Und durch die Sünde kam der Tod. Denn alles, was gegen Gott rebelliert, rebelliert gegen das Leben. Denn Gott ist das Leben. Im Himmel hörten diese schönen Gesänge heilig, heilig, heilig schlagartig auf. Tiefe Trauer, Fassungslosigkeit, Unverständnis. Auch Adam und seine Frau haben bald begriffen, was sie da getan haben. Das helle Licht, das sie bisher umkleidet hat, war plötzlich weg gewesen. Und sie hatten dieses Gefühl, dass irgendwie ihnen was fehlt. Sie dachten, zumindest seine Frau hatte gedacht, durch diesen Schritt etwas Verbotes zu essen, etwas gewinnen zu können. In Wirklichkeit hatten sie nur verloren. Ihr Glück, ihre Unschuld, dieses tiefe Gefühl, dass alles im Reinen ist. Sie suchten sich ein paar Blätter, Feigenblätter. Das sind so ganz kleine Blätter. Sie mussten relativ viele zupfen, banden sie zusammen und versuchten sich irgendwie behelfsmäßig zu bekleiden. Schon bald merkten sie, dass die Natur sich veränderte. Manche der Blätter sahen längst nicht mehr so schön aus wie vorher. Sie wurden richtig trocken und hässlich. Es war, als ob so ein ganz kalter, unangenehmer Hauch sich über diese schöne Schöpfung gelegt hat und diese Reinheit unwiederbringlich verloren gegangen war. Doch während sie selbst einfach nur mit sich haderten und bald anfingen, sich die Schuld zuzuschieben, gab es einen, der mehr traurig war, dessen Herz mehr blutete als jeder andere. Es war Gott selbst. Er wusste, was das bedeutet. In aller Ewigkeit hatte man diesen Plan, hatte man diesen Fall durchgespielt. Es gab ja eine ganz einfache Möglichkeit. Man konnte einfach den Menschen sich selbst überlassen. Er würde dann noch einige Zeit vor sich hin vegetieren, in Hoffnungslosigkeit und Finsternis irgendwann jämmerlich dahin krepieren. Aber dafür war doch der Mensch nicht geschaffen. Das war doch nicht die Intention. Gott wollte, dass Menschen ewig leben, dass sie auf ewig mit ihm verbunden sind. Aber sie hatten sich gegen ihn gestellt. Wie könnte man sie jetzt wieder zurückgewinnen? Wie könnte man sie überzeugen, dass er doch immer nur das Beste für sie will? Die einzige Möglichkeit, einen Menschen zu überzeugen, dass man immer nur das Beste für ihn will, ist, wenn man ihm alles gibt, was man hat. Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber alles zu geben, was man hat, würde für Gott bedeuten, sich selbst zu geben. Denn er ist das Größte und Gewaltigste, was es gibt. Nur dann könnte man eventuell überhaupt wieder Menschen zu dem Gedanken bringen, dass Gott sie wirklich liebt. Der Plan war schon längst gefasst. Aber als es jetzt daran ging, ihn wirklich umzusetzen, da wurde selbst Gott mulmig zumute. Richtig mulmig. Denn er wusste, was das bedeutet. Der Menschheit, die das ewige Leben verwirkt hat, die sich von Gott getrennt hat.
das Leben neu zu geben, würde bedeuten, dass jemand die Folge ihrer Sünde auf sich nehmen müsste. Dass jemand ihren Platz einnehmen müsste. Dass jemand sich mit ihnen identifiziert, um sie zurückzuholen. Und das könnte nur er selbst sein. Die drei fanden sich zusammen. Und einer von ihnen, was ich ganz sicher, der zweite von ihnen, Michael, der Sohn Gottes. Er, der den Menschen mit eigenen Händen geformt hatte, der mit seiner eigenen Nase an der Nase des Menschen gewesen war. Er ging in diesen Rat zwischen Gott dem Vater und Gott Sohn, dem ewigen Geist, und schlug vor, den lang gehegten Plan auch tatsächlich umzusetzen. Er wäre bereit, das Opfer zu sein für diese Menschheit. Aber es war ein Kampf. Der Rat des Friedens tagte dreimal. Immer wieder, bis schließlich sich Gott in Anbetracht aller Umstände dazu durchrang, sich entschied, aus tiefster Überzeugung seinem eigenen Charakter gegenüber. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Als klar war, dass Gott diesen Plan wirklich umsetzen würde, dass Gott wirklich alles geben würde, da musste das Universum informiert werden. Gott erzählte es all den Boten, den Malachim, den Engeln, und die waren schockiert. Die Idee, dass ihr Anführer, dass ihr Gott einer von diesen Menschen werden würde und sich mit den Menschen identifizieren würde und den Tod, der die Folge aller Rebellion gegen Gott ist, selbst sterben würde, um dann in einer waghalsigen, riskanten Operation das eigene Leben, das in ihm ist, dieser Menschheit wiederzugeben. Das war zu viel für sie. Und so fielen sie nieder und sagten, nein, 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 wir machen das. Bleib im Himmel, wir gehen. Und Gott schaute sie lächelnd, mitleidig an und sagte, ihr könnt nicht. Euer Leben, das habt ihr von mir. Ihr könnt es nicht geben. Der Einzige, der einen echten Austausch geben kann für das Leben dieser Menschen, ist der, der das Leben selbst besitzt. Ihr habt das Leben nur geborgt. Ihr könnt es nicht geben. Ihr könnt nicht mit etwas Geborgtem, etwas, das ihr von anderem, von mir nur leiht, das könnt ihr nicht einsetzen. Es muss jemand sein Leben geben, der es selbst besitzt, der es in sich hat. Und das bin ich. Nicht nur die Engel mussten informiert werden, auch die Menschen mussten informiert werden. Michael nahm das höchstpersönlich in seiner Hand. Abends, als es kühl geworden war, besuchte er sie, wie es seine Gewohnheit war, im Garten. Aber Adam und seine Frau rannten nicht wie immer auf ihn zu. Er rief sie: Adam, wo bist du? Und diese drei Worte, wo bist du, die hallten durch den ganzen Garten, gingen um jeden Baum. Ich glaube, diese Worte hinter jedem Busch suchten. Wo bist du? Gott wusste es natürlich. Und hinter irgend so einem Busch, da kauerten sie. Ängstlich. Ihr Handeln hatte sie Gott entfremdet. Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen.
Die Rebellion gegen Gott hat ihn nicht glücklicher gemacht, nicht mehr zufrieden, sondern innerlich zerrissen, schuldbeladen. Er wusste, er hatte sich gegen Gott gestellt, ohne dass er ihm was getan hatte. Er hatte einer Lüge geglaubt, ohne jeden Grund. Er hatte Gott unterstellt, ihn schlecht zu behandeln. Aber Gott antwortete nicht mit Blitz und Donner. Er sagte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Hast du das wirklich gemacht? Und einige der Engel haben sich wahrscheinlich gefragt, na Moment mal, das weißt du doch, oder? Aber Gott fragt ihn, hast du etwa von dem Baum gegessen? Ich vertraue dir doch. Die Antwort hat die Engel sprachlos gemacht. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und wahrscheinlich sind einige Engel aufgesprungen und haben, Moment mal, Adam, du weißt ganz genau, du hast gewusst, was du tust. Wieso schiebst du Gott die Schuld in die Schuhe? Aber natürlich konnten sie das nicht sagen, weil Gott selbst mit ihnen redete. Sie waren erstaunt. Diese beiden Menschen hatten nur einmal in einen Apfel gebissen, der weder giftig war, noch sonst irgendwie schädlich. Gott hatte allein gesagt, esst nicht davon. Sie hatten es wider besseres Wissen getan und plötzlich fingen sie an, Gott Dinge an den Kopf zu werfen, die er nicht zu verantworten hatte. Und die Engel verstanden etwas von diesem Wesen der Sünde. Wer gegen Gott rebelliert, wird ungerecht. Das macht keine Freude. Aber Gott antwortete nicht mal drauf. Er nahm den Angriff auf sich, schlug nicht zurück, sondern wandte sich zur Frau. Die sagte mit ganz ähnlichen Worten, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen und ich, Gott, habe die Schlange nicht gemacht. Warum hast du erlaubt, hier im Garten zu sein? Wieder nimmt Gott die Anschuldigung wortlos entgegen und wendet sich zur Schlange. Und jetzt redet Michael, Gott von Ewigkeit, auf dem Boden eines Paradieses mit einer Schlange, hinter der sich zitternd der größte aller Engel verbirgt, der genau weiß, dass Michael ihn nur zu gut kennt und ihn durchschaut hat. Er spricht zu der Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein. Mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Der Satan hat nicht genau verstanden, was das bedeutet. Aber er wusste, die Schlange hatte Flügel gehabt und von dem Tag an hatte sie keine Flügel mehr. Er selbst hatte noch viel Zugang hier und dort im Universum. Aber er ahnte, dass dieses Wegnehmen der Flügel bedeuten könnte, dass ihm irgendwann der Handlungsspielraum ganz gewaltig eingeschränkt wird. Von dem Tag an krochen die Schlangen nur noch. Keiner nennt sie heute mehr die schönsten Tiere der Welt. Aber Gott sprach noch mehr. Und er stellte sicher, dass Adam und seine Frau genau zuhörten, als er sagte, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau. Feindschaft? Mit anderen Worten, Gott kam vom Himmel herab, um eine Kriegserklärung an den Satan abzugeben. Mit anderen Worten, ich habe diese Welt geschaffen, du hast sie zu einem gewissen Teil erobert, aber wisse, ich gebe diesen Planeten nicht auf. Ich gebe diese Menschen nicht auf. Sie sind jetzt in deiner Hand. Sie haben dir geglaubt und nicht mir. Und es ist ihr gutes Recht, dir zu folgen. Aber wisse, du hast sie mir ausgespannt, aber ich werde um sie kämpfen. Sie haben sich freiwillig für dich entschieden. Ich werde sie nicht in Ketten legen, aber ich werde mit meiner Liebe so lange um sie werben, dass wenigstens einige zurückkehren werden. Es wird Feindschaft sein zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, zwischen denen, die
dir nachfolgen werden und ihrem Samen. Da wird es zwei Gruppen geben. Glaube ja nicht, dass du diese Welt schon gewonnen hast. Diese Auseinandersetzung, die im Himmel stattgefunden hat, wird auf dieser Erde weitergehen. Und wisse, es kommt einer. Irgendwann. Er wird dir den Kopf zertreten. Und der Satan, dieser Schlange, der hatte genügend Ahnung von Biologie, um zu wissen, dass wenn man einer Schlange den Kopf zertritt, noch war das nie vorgekommen, aber er ahnte, das ist ihr aus. Dann ist sie tot. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und als Adam und seine Frau diese Worte hörten, dann war das, als ob so ein kleiner Hoffnungsschimmer in ihre dunkle Seele sich hineinlegte. Gott wandte sich zu der Frau. Er hatte beim Mann angefangen, war zur Frau gekommen, war dann zum Satan hinter der Schlange gegangen und ging jetzt zurück zur Frau und sagte zu ihr: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Die Engel hörten genau zu. Aber was sie mehr erstaunte als die Schmerzen, war die Aussage, dass sie noch Kinder gebären würde. Gott hatte doch gesagt, dass sie sterben müssten. Sie verstanden, wenn er, der Sohn Gottes, ihren Platz einnimmt, dann bestand plötzlich Hoffnung. Dann könnte der Plan Gottes, wenn auch durch Schmerzen, wenn auch durch Schwierigkeiten, doch noch zum Ziel führen. Einige Engel haben sich wahrscheinlich gefragt, aber werden die Menschen das noch attraktiv finden, Kinder zu kriegen, wenn Schmerzen bedeutet? Oder werden sie sich entscheiden, lieber ohne Kinder zu bleiben? Bald würden sie Antwort bekommen. Dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und dann wandte er sich zu dem Mann. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Wieder klangen diese Worte in seinen Ohren ganz merkwürdig. Ja, der Erdboden ist verflucht, aber um meinetwillen, für mich, zu meinen Gunsten? Die Sünde hatte ihr Wesen verändert. Die Sünde hatte den Geist der Rebellion in ihnen gefacht. Sie waren von der Schlange gebissen worden. Das Gift war in ihren Adern. Aber Gott hatte ein Gegenmittel. Und Gift und Gegenmittel müssten jetzt in ihrem Körper kämpfen. Und das würde bedeuten, Schwierigkeiten zu erleben. Gott hat ja mit ihnen Schwierigkeiten. Die Dornen und Disteln sollten ihnen lehren, dass Sünde Konsequenzen hat. Dornen und Disteln sollen dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Adam schaute sich um und Gott sagte zu ihm: Schau mal, siehst du diese Dornen? Sind die nicht ziemlich rebellisch? Die sind nicht mehr so schön, das ist nicht mehr diese schöne Natur, wie sie vorher war. Diese Dorne sagt: Fass mich nicht an, ich tue dir weh. Und Adam verstand so ein bisschen, dass er im Universum zu so einer Dorne geworden war, die sticht. Gott bestimmte, dass aufgrund des Fluches jetzt ein größeres Nahrungspotenzial angestrebt werden konnte. Man konnte jetzt auch von dem Kraut des Feldes essen. Und dann sagt er die Worte, die unmissverständlich klar machten: Gott hatte nicht gelogen. Als er sagte, du wirst sterben, hatte er die Wahrheit gesagt: Du wirst irgendwann zurückkehren zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Und zu ihm sollst du wieder zurückkehren. Als Adam den Erdboden sah, wurde ihm vielleicht ein bisschen anders. Er würde wieder zu Staub werden. Aber dieser Hoffnungsschimmer, der war jetzt in seinem Herzen. Der Plan Gottes bedeutete, dass nicht alles vorbei war. Irgendwie, irgendwann würde ein Retter kommen. Aber hatten Adam und seine Frau wirklich verstanden, was das kostet? Gott wollte sicher gehen, dass sie es wirklich verstehen. Er wollte ihnen durch etwas illustrieren, was es bedeutet, was für ein Opfer es kosten würde.
Und er brachte sie an einen Ort, holte ein Schaf. Und beide, Adam und seine Frau, und alle Engel und selbst der Satan, werden nie vergessen, was sie dort sahen. Niemals zuvor war jemals ein lebendes Wesen gestorben. Und es starb nicht einfach so. Es starb grausam. Es starb plötzlich. Und als Adam das sah, dass dieses Tier, das nichts getan hatte, so verenden musste, und als Gott ihm sagte, so werde ich für dich sterben. Da hat er gesagt, weißt du, vielleicht ist es besser, wenn ich die Strafe selbst trage. Aber auch da wusste er nicht, was er sagt. Gott sagt, nein, nein, nein. Ich weiß, was ich tue. Ich liebe dich so sehr, ich werde dieses Opfer für dich bringen. Vergiss es nie. Und sie zogen diesem Tier das Fell ab. Und er gab ihnen das Fell. Sie mussten diese Feigenblätter ausziehen und plötzlich konnten sie sich wieder reinfühlen. Und jedes Mal, wenn sie sich sahen, wenn sie sich betrachteten, erinnerten sie sich an dieses Bild, an dieses blutende Schaf, das sie jetzt bekleidete, das ihnen jetzt Wärme vermittelte. Es gab Hoffnung. Das Leben würde buchstäblich weitergehen. Und es gab Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und deswegen gab Adam seiner Frau einen ganz besonderen Namen. Er nannte sie Chawa, die Lebensgeberin. Wir kennen sie eher unter Eva. Sie wurden aus dem Garten vertrieben. Sie sollten jetzt auf der Erde den Boden bebauen. Ihnen wurde der Erlösungsplan genau und erklärt und beschrieben. Und der Satan hörte genau zu. Und er verstand, dass wenn Gott selbst Mensch wird, dass er dann die Gelegenheit seines Lebens hatte. Wenn Menschen so schwach sind, dass sie auf flüsternde Schlangen reinfallen, dann hätte er eine reelle Chance, dass wenn Michael ein Mensch wird, er hätte eine reelle Chance, sich gegen ihn zu erheben. Und er begann Pläne zu legen. Er wusste nicht, wann Michael kommen würde. Er begann Pläne zu legen. Die Menschen waren Sklaven geworden der Sünde. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Aber Gott hatte damals schon deutlich gemacht, er hat den Erdboden geschaffen. Er hat die Welt geschaffen, nicht als Einöde, sondern dass sie bewohnt ist. Er wollte seinen Plan nicht aufgeben, auch wenn es einen gewaltigen Umweg bedeuten würde. Das Licht schien in die Finsternis. Zwar war plötzlich Tod und Verderben zu sehen in der Schöpfung, aber es würde weitergehen. Er vertrieb den Menschen, ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern. Er sandte diese Malachim, die jetzt den Weg zum Baum des Lebens bewachen sollten, mit einem blitzenden Schwert. Adam und Chawa, sie konnten nur an den Eingang kommen, konnten noch so kleine verstohlene Blicke zurückwerfen in das Paradies, das sie verloren hatten, mit dem Wissen, einmal werden sie dort zurückkehren. Und dann war es soweit. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Die Engel sahen nicht nur die Schmerzen, die die Eva hatte. Die sahen nicht nur, wie sie sich wand und in unvorstellbaren Qualen lag. Sie sahen auch, wie diese Eva alle Schmerzen vergessen hatte, sobald dieses kleine Baby in ihren Händen war. Das hat sich tief eingeprägt. Eva wurde noch einmal schwanger. Sie nannte ihn, diesen ersten Sohn, Kain,
weil sie einen Mann gewonnen hatte. Erwerb heißt das Wort. Sie wurde noch einmal schwanger und nannte den zweiten Sohn Hevel, ein Hauch, Abel. Die beiden wuchsen heran und Kain wurde ein Ackerbauer. Er liebte es, die Felder zu bebauen und Getreide einzusammeln. Hevel, Abel, wurde ein Schafhirte. Beide glaubten an Gott. Beide wurden von Adam und Eva dazu angeleitet, Gott zu ehren. Und eines Tages, viele Jahre später, vielleicht sogar Jahrzehnte, vielleicht sogar 100 Jahre später, wer weiß, kam es zu einer Situation von großer Bedeutung. Sie hatten sich mal wieder vorgenommen, ein Opfer zu bringen. In Erinnerung dessen, an diesen Plan, den Gott gemacht hatte, um die Menschen am Leben zu erhalten, um ihnen Hoffnung zu geben. Und Abel brachte wie immer so ein Lamm. Es war immer wieder schmerzhaft aufs Neue, so ein Lamm zu töten. Aber er wusste, das ist der einzige Weg. Aber Kain hatte keine Lust mehr auf Blut. Ihm war das zuwider. Immer dieses blutige Opfer. Das ist ja ekelerregend. Gott ist doch kreativ. Warum nicht einfach mal noch ein anderes Opfer bringen? Ich habe hier so viel schönes Getreide, das ist das beste Getreide, was ich habe. Ich trenne mich freiwillig. Gott sieht meine Aufrichtigkeit. Ich habe alles gegeben, was ich konnte und ich denke, das ist gut so. Gott antwortete sehr deutlich: Feuer fiel vom Himmel auf das Opfer von Abel, aber keins Opfer blieb unbeachtet. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und das machte den Kain wütend. Warum immer nur so, wie Gott es will? Warum immer nur genau so? Kann ich nicht auch mal meinen eigenen Plan haben? Kann ich nicht auch mal meine eigene Idee verwirklichen? Es ist doch für Gott und ich möchte das doch auch gut für ihn machen, aber nicht immer nur exakt genauso, wie er sagt. Kain wurde wütend, sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Plötzlich bekam er ganz, ganz merkwürdige Gedanken. Gott sprach zu ihm: Warum bist du so wütend? Warum senkt sich dein Angesicht? Aber Kain hatte sich entschieden. Er wollte nicht länger einfach nur so machen, wie Gott es sagt. Eines Tages waren sie auf dem Feld. Und Abel hatte so die Angewohnheit, seinem älteren Bruder zu erklären: Hey, schau mal, das ist ja schon gut, dass du opferst, aber es ist wichtig, dass du so opferst, wie Gott es sagt. Es ist wichtig, dass du verstehst, jemand muss für dich sterben. Wir sind Sünder. Wir können uns nicht alleine erlösen. Wir können nicht einfach nur das Beste geben, was wir haben, sondern Gott muss für uns etwas tun. Kain konnte das nicht hören. Und schon gar nicht von seinem älteren Bruder. Hat jemand von uns ältere Brüder? Seinem jüngeren Bruder, verzeihung. Hat jemand von uns jüngere Brüder? Oder ist jemand ein jüngerer Bruder und weiß, wie es ist, wenn ältere Brüder neidisch sind, dass man es besser gemacht hat? Kain war wütend. Und sie redeten auf dem Feld und diskutierten hin und her. Und es geschah, dass sie auf dem Feld waren, dass der Kain sich umschaute. Und er hatte schon seit längerer Zeit diese merkwürdigen Gedanken. Als er so ihn sah, diesen Abel, wie er immer so fromm redete und immer nur das Richtige sagte und immer nur von Gott sprach und immer nur davon, dass die Menschen Sünder sind, da hat er es nicht mehr ausgehalten. Er dachte: Lass mich doch in Ruhe. Er wurde handgreiflich. Er schlug auf ihn ein. Abel wehrte sich nicht so richtig. Und so schlug er weiter und schlug ihn tot. Als er fertig war, sah der Himmel immer noch genauso aus. Und das Gras wehte immer noch genauso. Bis auf das Blut, das sich in dem Boden da verbreitete. Der erste Mensch war tot. Und es war deutlich, dass Kain das Gift der Schlange in seinen Adern hatte.
Er war so ein Nachkomme der Schlange. Kain war aus dem Bösen. Er schlug seinen Bruder. Wahrscheinlich war er selbst ein bisschen fassungslos über sich selbst. Gott gab ihm die Gelegenheit, umzukehren. Seinen Vater hatte Gott einmal gefragt, wo bist du? Ihn selbst fragte er, wo ist dein Bruder Abel? Und jetzt waren die Engel wirklich erstaunt. Der sagte allen Ernstes, ich weiß es nicht. Er hatte gerade auf ihn eingeschlagen, ihn getreten, bis der nicht mehr geatmet hatte, hatte ihn zu Tode geschlagen, hatte ihn ermordet. Und er sagt, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er fing an, Gott zu verspotten. Was hast du da getan, sagte Gott. Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Kain hörte genau hin, er hörte kein bisschen was. Aber das Blut schrie. Und alle, die im Himmel waren, hörten den Schrei dieser Ungerechtigkeit. Ein Mensch war umgekommen, einfach nur, weil er das Richtige tat. War das die Frucht von dieser neuen Idee des Hillel? War das die Frucht dieser Rebellion? Und Gott sagte zu ihm unmissverständlich, wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Du sollst verflucht sein. Dem Adam hat er gesagt, ich verfluche wen? Den Erdboden um deinetwillen. Aber dieser Kain, der Gott spottete, er war zu weit gegangen. Und nun sagte Gott zu ihm, dass er verflucht sein würde und sich als Flüchtling in der Ferne aufhalten müsste. Und jetzt kam Satans große Stunde. Er hatte lange darauf gewartet, dass Gott eine echte Strafe ausspricht. Und jetzt war sie da. Und jetzt inspirierte er den Kain zu einer Aussage, die den ganzen Himmel erstaunen ließ. Meine Strafe ist zu groß. Gott, du bist ungerecht. Ich kann sie nicht tragen. Du bestrafst mich, aber ich sage dir hier, vor der Welt und vor dem Universum, vor allen Welten, die Strafe, die du mir gibst, ist zu groß. Es könnte nämlich sein, dass mich jemand totschlägt. Gott nahm die Strafe nicht zurück. Aber er tat etwas wirklich Interessantes. Er sicherte dem Kain die Beschützung seines Lebens zu. Obwohl er Leben genommen hatte, bei vollem Bewusstsein und ohne jeden Grund, versprach Gott ihm trotzdem, das Leben zu beschützen. Fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Kain, du bist ein Flüchtling, aber ich garantiere dir, dass ich dein Leben beschützen werde. Das Universum war erstaunt. Gott ging auf das Argument des Kain ein. Der hatte gesagt, meine Strafe ist zu groß. Wenn mich jemand umbringt, bist du schuld, Gott, weil du hast mir diese Strafe gegeben. Gott sagt, okay. Ich beschütze dein Leben. So ging er in das Land Nord, das Land der Flucht. Chawa, Eva, wurde nochmal schwanger. Ein dritter Sohn wurde ihr geboren. Sein Name war Schet, der an seine Stelle gesetzte, ein Ersatz für Hevel, für Abel, der gestorben war. Es war schon das Jahr 130. Die Menschen damals waren von unglaublicher Lebenskraft, wahrscheinlich viel größer als wir heute und lebten sehr viel länger. Auch Kain bekam einen Sohn. Er nannte ihn Chanok, den Eingeweihten. Und später gründete er die erste Stadt im Lande Not, die Stadt Chanok, wo sich all die zusammenfanden, die gegen Gott rebellierten. Es war im Jahre 235, als die dritte Generation geboren wurde, Schet
gebar einen Sohn, er nannte ihn Enosch, sterblicher Mensch. Und zu jener Zeit, ungefähr 2,5 Jahrhunderte nach der Schöpfung, war bereits der Biss der Schlange, das Gift der Sünde, so weit gediehen in der kleinen Sippe an Menschen, die jetzt immer größer wurde und fast exponentiell wuchs, weil die Menschen so lange lebten und nicht mehr Kinder zeugen konnten, dass man jetzt anfing, ganz bewusst über Gott und seine Verehrung zu reden. Man fing jetzt an, den Menschen erklären zu müssen, welchen Plan Gott eigentlich hat. Adam, der alles zu verschulden hatte, war der Erste, der es ihnen erklärte. Und andere, wie Enosch oder Seth, waren mit beteiligt. Adam und Eva hatten viele Kinder. Und bald gründeten sich die verschiedenen Sippen und Stämme, die zu Völkern wurden. Man musste über Gott und seinen Plan informieren. Im Jahre 325 wurde Kenan geboren, die vierte Generation. Sein Name bedeutet Besitz. Auch in der Sippe von Kain, die sozusagen den Gegenpol zu der von Seth bildete, gab es neue Kinder. Ira zum Beispiel, der Flüchtling. Im Jahre 395 wurde Mahalalel geboren. Gott sei gepriesen. Auf der Gegenseite wurde jemand geboren, der hieß Mechiael, der von Gott geschlagen. Und schon die Namen drücken aus, wessen Geisteskinder diese Menschen waren. Einer der Nachkommen steht im Jahre 460, hieß Jared, Abstieg. Methuselah, der von Gott ist, war einer der Nachfahren Kains. Generation für Generation wurden diese Ideen weitergetragen. Beide Gruppen wuchsen. Auf der einen Seite diejenigen, die Gottes Plan aufrechthielten, die seinen Geboten folgen wollten, die diesen Plan, den Gott dem Adam gegeben hatte, glaubten. Und weil sie die Charaktereigenschaften Gottes hatten, nannte man sie die Söhne Gottes. So wie der Hillel, der Sohn des Lichtes, hieß, weil er Licht war. Der Sohn Gottes. Die Söhne Gottes. Die anderen, die von Kain abstammten und seiner Ideologie folgten, trieben immer mehr in den Ruin. Und dazwischen gab es wahrscheinlich viele andere Sippen, die von Adam und Eva abstammten, die ihren Weg so fanden und suchten zwischen diesen beiden Polen. Aber um diese Zeit herum geschah etwas Dramatisches. Die Söhne Gottes fingen an, Frauen zu heiraten, die von der anderen Seite kamen. Sie fingen an, sich mit Frauen zu verbinden, die aus der Linie Kains kamen. Das Gute und das Böse vermischte sich. Und daraus entstand nicht nur Grau, es war dunkelgrau. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jenen zu Frauen, die ihnen gefielen. Die Schlange hatte Erfolg. So wie die Frau Adams vor dem Baum stand und sagte, Mensch, das sieht doch so schön aus. So standen plötzlich Menschen, die genau wussten, was Gottes Plan ist, vor diesen Frauen und sagten, Mensch, sie sieht so schön aus. Kann denn Liebe Sünde sein? Einer der Nachfahren Kains in siebter Generation hieß Lamech, der Mächtige. Und er war besonders gewalttätig. Und er hatte diese Idee von Satan. Es geht um mich selbst. Perfektioniert. Er kam auf die Idee, warum eigentlich nur eine Frau? Wenn es mit einer Frau toll ist, dann ist es mit zwei Frauen doppelt so schön, oder? Und er war der Erste. Und es war ein Skandal. Er nahm sich zwei Frauen. Dabei ging es nicht mehr um die Idee, die Gott hatte. Denn Gott hatte die Idee, dass Mann und Frau sich ergänzten. Aber wenn ein Mann mit zwei Frauen zusammen ist, dann bedeutet das für den Mann doppelte Freude, zwei Frauen, aber für jede Frau nur noch einen halben Mann. Diese Idee ist selbstzentriert. Er war poetisch begabt. Und erzählte von seinen Gewalttaten. Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Frauen, Lamech, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht. Lamech, aber wird 77-fach gerecht. Die wurden immer gewalttätiger, die Menschen.
Interessanterweise, der siebte auf der anderen Seite, auf der Seite der Guten, bekam den Namen Chanok. So wie der Sohn von Kain, der Eingeweihte. Und trotzdem war er so anders. Er war einer der außergewöhnlichsten jenes Zeitalters. Er liebte Gott von ganzem Herzen. Er konnte sich mit vielem, was die Menschen so trieben, nicht mehr identifizieren. Und Gott benutzte ihn als Sprachrohr. Er sagte, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle. Als die Welt immer mehr im moralischen Sumpf, im moralischen Morast versank, als das Gift der Schlange sich ausbreitete, da machte Gott deutlich, nicht nur werde ich einmal als Mensch kommen, um die Menschheit zu retten, ich werde ein zweites Mal kommen. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen, schon zu jener Zeit hat Gott davon gesprochen, dass es ein Ende geben würde. Alle Gottlosen werden gestraft werden. Dem Chanok, dem Henoch, wurde auch offenbart, dass Gott bereits in nicht allzu ferner Zukunft ein Ereignis stattfinden lassen würde, was jenes letzte große Endgericht, mit dem die Weltengeschichte irgendwann mal enden würde, schon einmal symbolisieren würde. Er bekam einen Sohn, nannte ihn Methuschalach. Wenn er stirbt, wird es gesandt. Das war im Jahre 687. Und als der Henoch seinen kleinen Sohn Methuschalach in den Armen trug, da empfand er etwas von der Liebe, die Gott für das Menschengeschlecht hat. Als er diese Hilflosigkeit sah, verstand er, wie hilflos er selbst gegenüber Gott ist. Als er das Vertrauen sah, das kindliche Vertrauen, das dieses kleine Baby in ihn hat, da sah er etwas von dem kindlichen Vertrauen. Er wusste, er als Vater würde immer nur das Beste geben wollen für sein kleines Kind. Würde nicht auch Gott so handeln? Er ging mit Gott, was immer er tat. Ob er in die Stadt ging oder aus der Stadt heraus. Abends, morgens, was immer in seinem Leben dran war, er ging mit Gott. Er glaubte nicht nur an eine zukünftige Lösung, sondern Tag für Tag war Gott in seinen Gedanken 300 Jahre lang. Auf der Gegenseite wurden auch Söhne gezeugt. Jabal, Wasserstrom, der erfand das Nomadentum. Jubal, der erfand Musikinstrumente. Und Tubal-Kain, der erfand die Metallverarbeitung. Methuschalach bekam ebenfalls einen Sohn und nannte ihn Lamech. Das war 874. Und dann im Jahre 930 bewahrheiteten sich endgültig die Worte Gottes. Adam starb. Fast ein ganzes Jahrtausend hatte er gesehen, was der eine Biss der Schlange angerichtet hatte. Und als er starb, war es eine Gnade Gottes. Er konnte es nicht mehr sehen. Er konnte nicht mehr sehen, wie Generation für Generation immer tiefer in diesen Morast sank. Alles, was ihm blieb, war die Hoffnung. Er starb und tatsächlich wurde er zu Staub. Einer seiner besten Freunde, der Chanok, der Henoch, der hat darüber nachgedacht. Hat sich Gedanken gemacht, wie wird das sein? Wie kann Gott uns Leben schenken? Wie kann Gott dieses Problem lösen, wenn wir alle sterben, wenn wir wieder zu Staub werden? Er hat jahrzehntelang darüber nachgedacht. Und eines Tages im Jahre 987, 57 Jahre nachdem Adam gestorben war, als er wieder einmal mit Gott so im Zwiegespräch war, als er über die Hügel ging und auf einer Erhöhung vielleicht stand und über das Land schaute und sagte, Gott, wie wird das sein? Wie löst du dieses Problem des Todes? Da nahm Gott ihn hinweg. Als ob er kurz nach dem Tod Adams allen Welten zeigen wollte, dass es Hoffnung für die Menschheit gibt. Er nahm ihn direkt in den Himmel. Und dort, das heißt, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott
wohlgefallen hatte, dort am Thron entdeckte er die Herrlichkeit Gottes. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Er hatte die Gelegenheit, all die anderen Welten zu besuchen. Und er fragte sie, seid ihr auch getestet worden? Hattet ihr auch einen Baum? Ja, wir hatten auch einen Baum. War der Satan auch bei euch? Ja? Seid ihr auch gefallen? Nein. Wer von all diesen Welten ist gefallen? Nur ihr. Nur wir. Ihr seid der einzige Planet, der sich der Rebellion angeschlossen hat. Und wir verfolgen seit fast einem Jahrtausend, was alles passiert. Gott hat große Dinge vor. Sei gespannt. Auf der Erde wusste niemand davon, was hier noch erlebte im Himmel. Alles, was man wusste, war, er war nicht mehr da. Mit der Erde ging es weiter. Es ging bergab. Und wie es bergab ging, sehen wir nach der Pause in der dritten Episode.